Hallo zusammen. Ich bin ein bisschen unterwegs, spazieren in den Weinbergen und wir haben Sonntagmorgen. Es ist nichts los, es ist still. Es ist also wenig Ablenkung da, außer die Natur selbst und ein paar Geräusche in der Ferne. Eben waren die Kirchenglocken zu hören, da hinten ist ein Hubschrauber. Was für eine Zeit ist es morgens in der Stille, in der Ruhe ohne Ablenkung? Das ist Zeit zum Reflektieren. Und warum ist die Natur in dem Fall keine Ablenkung? Weil wir ein Teil der Natur sind. Das heißt, wenn nur Natur da ist oder die Stille da ist oder nicht die klassische Ablenkung, die wir in unserer modernen Gesellschaft kennen, dann verbinden wir uns wieder mit dem Ganzen. Und mit uns selbst auch wieder. Ja, wir öffnen sozusagen ja, eine Art Portal vielleicht in uns selbst und können endlich mal reflektieren. Und warum ist Reflektieren so wichtig? Weil wir sehr hin und her gerissen werden durch die moderne Konsumgesellschaft, schnelllebige Gesellschaft. Und wir werden sehr schnell weggerissen von unseren Werten, von unserem Gewissen. Und werden hingelenkt auch oft in Dinge, die wir eigentlich verwerflich finden für uns selbst. Und das mehr noch als früher. Es ist ein ganz natürlicher Prozess, dass wir weggerissen werden von unserer Mitte, um dann auch daraus zu lernen, um dann auch überhaupt zu erkennen und rauszufinden, was ist mir denn wichtig. Wenn wir nicht rausgerissen werden würden aus unserer Mitte, könnten wir nicht daraus lernen und erkennen, oh okay, das war mir jetzt wichtig, ich gehe mal wieder dahin zurück. Oder, da habe ich was gesehen, da ein bisschen abseits des Weges, was vielleicht besser zu mir passt. Ich gehe da mal hin. Aber wichtig ist, es muss immer mit unserem Gewissen im Einklang sein, mit unserer Wertevorstellung, mit unserem Gefühl, was ist richtig für mich in diesem Moment. Und wir alle kennen das, wir leben in den Tag, wir arbeiten und wir stumpfen ab. Und dieses Abstumpfen ist gefährlich, denn wir verlieren wichtige Grundsätze der Mitmenschlichkeit, der Empathie. Und dann sehen wir das, was in unserer Gesellschaft zurzeit passiert. Ja, das ist ein Spiegelbild, eine Folge davon. Ja, die Folge im Kollektiv. Dadurch, dass das Individuum sich nicht zurückbesinnt, nicht reflektiert. Und es ist völlig okay, Fehler zu machen. Aber es ist auch wichtig, sich die Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen und zu reflektieren. Und zu überlegen, war das so gut für mich? War das so richtig für mich? Oder muss ich wieder... Ja, mich neu erden, ja, dafür ist die Natur auch sehr gut, das liegt ja schon im Wort. Muss ich mich neu erden? Muss ich nochmal quasi von unten mich nochmal verwurzeln, um dann nochmal wirklich weiterzumachen in einer gesunden Art und Weise? Und viele Menschen driften so weit vom Weg ab, dass irgendwann sie sich das rechtfertigen, dass... sie vom Weg abgekommen sind und auch nicht mehr denken, dass sie dahin zurück könnten. Und dann, dann stumpfen diese Menschen ab und sind auch nicht mehr vielleicht leidenschaftlich in ihrer Arbeit verwurzelt und tun nicht mehr das, warum sie mal begonnen haben, etwas zu tun. Und das sieht man bei ganz, ganz vielen Menschen, vor allem wenn sie älter werden. Und dieses lebenslange Lernen, was uns Kinder auch vorleben, das ist so wichtig. Immer interessiert bleiben, immer offen für Neues und auch wirklich kritisch mit sich selbst, aber nicht überkritisch, sondern mehr vom Gefühl her, nicht logisch durchdenken. Auch welcher kleiner Fehler könnte da sein, sondern immer dran denken, aus Fehlern lernt man. Aber trotzdem auf das Gefühl hören und gucken, war das stimmig? Und wenn das nicht stimmig war, sich nicht dafür fertig machen, sondern wieder zurück, ja. Wieder zurück zu den Wurzeln, zurück zu dem Idealismus tatsächlich. Ich finde Idealismus sehr, sehr wichtig. Und wenn wir das alle beherzigen,
ja, dann leben wir gesünder nach unseren innersten Motivationen und Werten. Und wenn wir das tun, dann werden wir ja auch im Kollektiv dann sehr viel gesünder und mit viel weniger Krisen durch die Welt gehen und ja in eine schönere, bessere Zukunft ja, uns begeben. Wir dürfen bei Reflexion auch erkennen, ist mir Tradition wichtig? Welche Tradition ist mir noch wichtig? Oder will ich mich von diesen ganzen neuen, aus dem Boden herausgeschossenen neuen Trends ablenken lassen von einer Tradition, die eigentlich gewachsen ist über Jahrhunderte? Es gibt gute Traditionen, die einem selbst gut tun, sich darauf zurückzubesinnen. Und es gibt sicherlich auch Traditionen, die einfach nicht mehr zeitgemäß oder für einen selbst nicht passen oder einfach auch auf eine Art und Weise unmenschlich waren und man bezeichnet sie nur als Tradition. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Hintergrund die Kirchenglocken hört, dann hat das was mit Tradition zu tun auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen bin ich gerade auch auf das Thema gekommen. Ob das nun eine Tradition ist, wo man etwas herauszieht. So ein Kirchenglockengeräusch hat ja viele Varianten oder viele Facetten, wo man sagen könnte, hier habe ich einen Zugang zu einer gewissen Tradition. Aber auch Tradition, auch ein Spaziergang ist auch wieder eine Art, sich zu reflektieren und eine Möglichkeit, um zu erkennen, will ich traditioneller wieder sein oder nicht. Ich bin jetzt ziemlich lang schon unterwegs und bin über Zuffenhausen nach Feuerbach rüber, aber durch die kleinen Wege, also über die kleinen Wege und habe keine großen Straßen benutzt. Und es ist so erstaunlich, was man alles entdeckt und durch welche engen Wege, die den Berg runtergehen, man sich schlagen muss, wo dann im Hang die Häuser stehen und eigentlich noch mitten in der Stadt ist dabei und dann hier ganz schnell am Feuerbach läuft, um dann wieder rüber über den Hügel zu gehen, zu Dockenburg und dann wieder in die Stadt. Also man hat da hier, und das glaube ich auch in jeder Stadt, so viel facettenreiche Umgebungen, die man oft nicht kennt. Man ist also sozusagen gefangen in seinem Arbeitsweg und wenn man einen Hund hat, vielleicht in der Hunderunde, aber man wagt sich selten darüber hinaus, sage ich mal. Und da dürfen wir wieder mutiger werden und auch mal unbekannte Wege gehen, vor allem auch im Kopf. Ja? Und dann wieder zurückschauen und reflektieren, wo wir wieder beim folgenden Thema sind, war das stimmig? Und weil wenn man nichts Neues ausprobiert, kann man auch nicht überlegen, ist das stimmig und passt das vielleicht besser zu mir? Und das nennt man Weiterentwicklung. Also auch ein interessanter Aspekt. Interessant ist auch, hier ist eine vereiste Wiese und hier vorne ist der fließende Bach. Und das eine ist quasi Wasser im Gefrorenen, im Festgefahrenen, im unflexiblen Zustand. Und das andere ist Wasser in Bewegung, in Flexibilität. Und das darf man auch sich immer wieder bewusst machen. Wenn es mal nicht weitergeht, wenn man reflektiert und merkt, man steckt fest, wenn man völlig unmotiviert ist, neue Dinge zu tun, dann kann das auch eine Phase der Einkehr sein. Ja, genau wie die Natur auch diesen Winter und den Sommer hat, kalt und warm, Tag und Nacht. Genauso ist es in unserem Leben auch. Es gibt Phasen der Einkehr und Phasen der Expansion, ja, der Weiterentwicklung. Und man muss sich keinen Druck machen, sich ständig weiterentwickeln zu müssen. Man hat manchmal Plateauphasen, die man auch genießen und auskosten kann. Und wo man sein bestes Potenzial geben kann. Aber wenn man dann merkt, okay, hier ist irgendwo ein Ende erreicht und ich komme nicht mehr weiter, dann gibt es sicherlich auch Phasen, wo man einfach mal sagen muss, so, jetzt brauche ich eine Änderung, jetzt muss ich mal was anders machen als vorher. Also jetzt ist es notwendig, sich zu ändern sozusagen. Man könnte es auch so bezeichnen wie hier eine kleine Insel von Wasser umgeben. Und solange das Wasser sie umschließt, als Metapher für das Leben, ist man sozusagen auf der Insel gefangen und darf dort sein Potenzial entfalten. Und wenn das Leben wenn das Potenzial ausgeschöpft ist, dann öffnet sich eine Brücke, ja, dann fließt das Wasser um, dann staut sich es, dann gibt es wieder einen Weg weiter.
Und der kommt von ganz alleine zur richtigen Zeit. Das ist die Intelligenz des Lebens. Und diesen Weg darf man dann weitergehen und dann darf man auch mutig sein und Veränderungen anstoßen. Manche Menschen bleiben ihr Leben lang in einem Thema und bleiben da leidenschaftlich dabei. Und dann ist aber wichtig, wirklich diese Reflexion. Nie in diese Lethargie kommen und Dinge für selbstverständlich nehmen und diese Leidenschaft, die Moral, die Leidenschaft, das Gewissen beiseite legen und einfach leben, weil es bequem ist. Das ist genau der Weg, der nicht richtig ist. Und wenn man merkt, man reflektiert, aber man kommt nicht weiter, man hat keine Motivation mehr, dann ist das Leben quasi so weit, dass es dir eine Brücke herbeizaubert, wo du dann weitergehen kannst, ja, wo du deinen Weg in eine andere Richtung, wo du eine andere Abzweigung nehmen kannst sozusagen. Und wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, das merkt man selbst. Ja, nicht zu schnell aufgeben, aber auch nicht feststecken in gewissen Dingen und immer sich reflektieren, zu überlegen, bin ich noch mit Idealismus bei der Sache und bin ich noch motiviert, bin ich noch mit Freude auch bei der Sache. Die Freude ist eine ganz wichtige Sache. In unserer Gesellschaft denken wir immer, ja, Freude hat man nur außerhalb der Arbeit oder im Urlaub oder sonst wann. Aber nein, Freude soll man vor allem bei der Arbeit haben, weil es genau das ist, was einen den ganzen Tag begleitet und übers Leben hinweg begleitet. Und wenn man keine Freude bei der Arbeit hat, ich kenne viele Menschen, die arbeiten ihr Leben lang mit einem, sage ich mal, eher schlechten Laune. Sie mögen ihren Job nicht wirklich. Sie tun es, um Geld zu verdienen, um zu leben. Und dann gehen sie in Rente. Endlich, sie haben darauf hingearbeitet und dann werden sie krank, gebrechlich. Und das Leben sagt so, du hast das Leben nie wertgeschätzt in dem Moment, als es da war. Hast also auch psychosomatisch gesehen deinen Körper nicht genährt, ja, und jetzt kommen die Symptome, ja, jetzt ist der Druck weg und jetzt kommen die Symptome und das Leben zeigt dir, dass es vielleicht nicht der richtige Weg war und dann ist die Krankheit vielleicht auch ein Weg zum Umdenken, ja, zum Neudenken, um dann im späten Alter vielleicht doch noch zu erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und glückliche Menschen, die arbeiten auch im Alter weiter, weil die Arbeit ihnen Freude bereitet. Egal, welche Arbeit es ist und egal, ob sie früher eine andere Arbeit hatten als jetzt. Sie bringt ihnen einfach Freude. Das Leben schickt sehr viel Signale. Ja, das schickt ein Signal, wenn was nicht stimmig ist und man sich reflektieren darf. Es schickt ein Signal, wenn ja etwas ausgelebt ist, wenn sich etwas entwickelt hat und es Zeit für etwas Neues ist. Es schickt ein Signal, wenn es dem Körper nicht gut geht oder der Psyche, in Form von Symptomen, Schmerzen, Unzufriedenheit, Depression, Ärger, Groll, Wut. Und all diese Signale dürfen wir nicht erkennen als, ach, warum passiert mir das? Und nur mir passiert sowas und ich bin so, ja, benachteiligt, sondern als etwas, das jedem Menschen widerfährt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber dass jeder Mensch anders darauf reagiert. Und die Menschen, die von außen heraus glücklich oder erfolgreich sind oder erfüllt, sind die Menschen, die diese Signale richtig deuten, sich reflektieren, in sich hineinfühlen und schauen, was ist denn da? Was kann ich daraus lernen? Und alle Signale als gut und als hilfreich begreifen und nicht als schlecht und an diesen Dingen wachsen. Ja, und nicht noch mehr in die Einkehr, in die Verklemmung, in den Groll gehen sozusagen. Das hier hinter mir ist die alte Rodelbahn. So steht es zumindest in Komoot und man sieht sie kaum noch. Ja? Hier ging es entlang, runter und da konnte man wahrscheinlich früher rodeln. Ja? Sonst würde es ja nicht alte Rodelbahn heißen. Und da sieht man mal auch wieder, wie vergänglich alles ist. Und wir dürfen die Vergänglichkeit nicht unterschätzen und wir dürfen sie akzeptieren und anerkennen.
und auch den Tod als unvermeidlichen Teil der Vergänglichkeit oder als Inbegriff der Vergänglichkeit, dürfen wir den Tod anerkennen und akzeptieren und auch angstfrei versuchen, damit umzugehen. Denn wenn wir einen elementaren Aspekt des Lebens verleugnen, dann kranken wir daran und vor allem unsere Gesellschaft. Und das hat man in den letzten 2 Jahren gemerkt, wie sehr Angst und auch die Angst vor dem Tod die Menschen in eine Richtung drängen können, die völlig unmenschlich, ungesund, ja, fast schon ekelerregend sein kann, auf eine gewisse Art und Weise. Denn das Leben findet im Hier und Jetzt statt. Und der jetzige Moment, da komme ich wieder auf Eckhart Tolle zurück, ist alles, was es gibt. Und Zukunft und Vergangenheit sind nur Abstraktionen des Verstandes. Ja, Gedankenspiele. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, an dem wir gehen dürfen, dann ist er da. Und dann ist er weder gut noch schlecht. Und wenn wir unseren jetzigen Moment damit vergiften, dass wir in Sorge oder in Groll von der Vergangenheit und in Sorge vor der Zukunft leben, vielleicht sogar in Angst oder sogar in Hass aufgrund der Vergangenheit oder gefangen in unserer Vergangenheit, dann vergiften wir den jetzigen Moment und dann haben wir das Grundprinzip des Lebens verleugnet. Und dann werden wir unglücklich, unerfüllt und geben unsere Gabe, unsere Leidenschaft, unser individuelles, unsere Energie nicht weiter. Dann sind wir hier auf der Erde quasi umsonst, um quasi, wenn man nach dem Buddhismus geht, wiedergeboren zu werden und es nochmal zu versuchen. Nochmal zum Hier und Jetzt. Dinge, die einem Freude bereiten, die man mit Leidenschaft tut, die zwingen einen ins Hier und Jetzt, in ein gedankenloses Sein, so komisch das klingt. Und da macht man sich keine Gedanken, was denken andere von mir oder wie reagiere ich jetzt richtig, sondern dann lebt man aus einer tieferen Intelligenz heraus, die in jedem jetzigen Moment da ist. Und dann lebt man wirklich mit Freude und dann strahlt man das aus und dann gibt man das an andere weiter. Und wenn man das selbst tut, dann drängt man andere auf eine positive Art und Weise, drängt man andere auch in den jetzigen Moment. Denn wenn jemand mit dieser Energie umgeben ist und sie ausstrahlt, dann ist die unglaublich ansteckend. Und wenn daran keine Erwartungen geknüpft sind. Und daran sind in dem Fall dann keine Erwartungen geknüpft, weil Erwartungen sind wieder Dinge des Verstandes, die im Hier und Jetzt nichts, keinen Platz haben. Wenn man das erwartungsfrei tut, dann ist man auch noch ein Vorbild für andere. Denn jegliche Erwartung stößt andere ab. Wenn man erwartet, oh, ich bin jetzt ganz toll und ich bin jetzt ein Vorbild und schaut mich an, jetzt gucken alle auf mich und gucken sich was bei mir ab, dann erwartet man das. Und sobald man das erwartet, ist man nicht mehr im Hier und Jetzt, da ist man im Kopf. Und dann funktioniert das auch nicht mehr, weil Erwartungen Druck erzeugen und das abstoßend wirkt. Und somit die Vorbildfunktion nur noch im eigenen Kopf existiert, aber nicht wirklich in der Realität. Und sie darf gar nicht im eigenen Kopf existieren, die Vorbildfunktion. Man darf am Ende sagen, das Erkennen, hey, wenn ich mit Leidenschaft im Hier und Jetzt bin, wenn man dann in die Reflexion geht, darf man erkennen, okay, aha, dann bin ich wahrscheinlich ein Vorbild. Aber in diesem Moment darf man es nicht sein wollen. Und dann ist man es. Ich bin jetzt wieder mehr im urbanen Bereich, sage ich mal, und hier gibt es ziemlich, wie sagt man, ja, teure Häuser, gehe ich mal von aus, in den Höhenlagen hier. Und diese Menschen haben wahrscheinlich Geld. Und ich bin auf den Gedanken gekommen, beziehungsweise ich habe mich daran erinnert, dass ich letztens gelesen habe, dass Aaron Carter, der damals bei den Backstreet Boys war, dass der mittlerweile ganz arge Probleme hat mit der Psyche, mit Drogen, mit allem drum und dran. Und das kennt man von vielen Menschen, die Geld und Erfolg hatten. Und Geld ist nichts anderes als auch eine Anerkennung im Äußeren.
das lenkt einen ab von der inneren Arbeit. Und genauso ist es bei Berühmtheit oder Anerkennung von außen über Social Media oder sowas. Und genau diese Punkte führen dazu, dass diese Menschen, ja, sehr oft sehr schnell unglücklich werden und wirklich abstürzen auf eine gewisse Art und Weise. Und da merkt man mal, wie unglaublich wichtig innere Arbeit ist, Reflexion, Leidenschaft, wirkliche Beziehung zu sich selbst erstmal und dann auch echte Beziehungen zu anderen Menschen. Und nicht dieses Oberflächliche, was wir durch unsere Gesellschaft mit Geld, Anerkennung, Social Media, Berühmtheit zurzeit haben oder was es zurzeit gibt und was so wichtig genommen wird und wo das andere quasi komplett untergeht darin. Und das ist vor allem für junge Menschen so wichtig, die heranwachsen, die mit dem Smartphone aufwachsen. Die laufen sehr, sehr Gefahr, ohne total berühmt zu sein, wie damals Aaron Carter oder die Backstreet Boys, die da angehimmelt wurden und sich wie Götter fühlen konnten. Das fühlt man sich heute manchmal schon, wenn man einen Instagram-Account hat oder einen TikTok-Account und da ein paar tausend Follower hat, dann ist dasselbe Prinzip liegt dahinter und dasselbe Gefahrenpotenzial birgt das Ganze auch. Deswegen muss man da wirklich aufpassen, dass man kann diese Dinge nicht einfach abschalten oder abstellen oder verbieten, aber man muss noch einen Ausgleich schaffen. Man muss einen Ausgleich schaffen. Man muss echte Beziehungen, Nähe, Berührung, Herzlichkeit, Mitmenschlichkeit, das muss man noch parallel etablieren in sich und auch den Kindern weitergeben, damit eben die das nicht passiert, weil das ist etwas, was die Menschen ganz, ganz schnell auf eine schiefe Bahn bringt und das vergiftet unsere Gesellschaft, unsere Menschen, unsere Kinder auch auf eine gewisse Art und Weise. Und in den letzten 2 Jahren hat das nicht abgenommen, sondern zugenommen. Ja, wir wurden gesichtslos, wir haben mehr Distanz bekommen, haben mehr über Social Media gemacht. Und im Endeffekt haben uns die letzten 2 Jahre noch tiefer in diese Misere rein manövriert und auch für unsere Kinder die das Potenzial gefährlicher gemacht, sage ich mal. Und das ist auch der Grund, beziehungsweise das kommt Menschen zugute, die Menschen brauchen, die nicht eigenverantwortlich handeln, die in sich selbst keine Innenarbeit geleistet haben und die sich leicht von außen beeinflussen lassen. Und Menschen, die gerne andere Menschen beeinflussen, ich rede jetzt von Politik und Wirtschaft zum Beispiel, diese Menschen, denen gefällt es, dass die Leute auf diese Schiene geraten, weil sie sind damit einfach leichter steuerbar. Es ist leichter, diesen Menschen Angst zu machen, diese Menschen in Groll, Hass zu versetzen, diese Menschen abzuschneiden von sich selbst, von dem inneren Kern, der eigentlich die Quelle dieses souveränen Tuns, ja, die Quelle des eigenständigen Denkens ist. Das, was unsere Demokratie immer so hochhält, was so wichtig sein soll, auch in der Erziehung. Aber genau das wird durch die letzten 2 Jahre noch mehr entfernt von uns und unseren Kindern. Und das ist gefährlich und deswegen muss man da gegenarbeiten und immer achtsam bleiben, dass wir hier nicht Gefahr laufen, in diese Richtung noch weiter abzudriften, sage ich mal.